Ich glaube, mein Internet macht wieder Scheiße, oder? Mein Internet macht wieder Scheiße. 100er Ping, ja, 130er, chillig. Ja, neue Uncut-Runde und es leckt wieder wie Sau. Was zur Hölle. Und verworfene Streams auch im, verworfene Frames auch im Stream wieder. Es fängt natürlich genau dann so wieder an, wie es davor war. Ich glaube, mein Internet ist am Arsch. Ja, ich glaube, ich muss meinen Router neu starten. Aber das ist nur in den Uncut-Runden so. Vielleicht muss ich auch einfach mal meinen Gaming-PC neu starten. Keine Ahnung, was da wieder nicht funktioniert, ehrlich. Was da wieder nicht funktioniert. Es ist so komisch. Hier im YouTube-Video wird bei euch alles wieder wahrscheinlich ganz normal aussehen, aber ich hatte gerade übelsten Hyping in-game und der Stream laggt auch schon wieder. Ja, holt euch kein Vodafone. Holt euch kein Vodafone. Vodafone ist die einzige Firma der Welt, wo ich wahrscheinlich einen Freudetanz machen würde, wenn die Insolvenz anmelden würden. Ja, darf ich die Weste aufheben? Hat man nicht mehr Platten? Oh, es leckt auch noch so. Ich war so drauf auf ihm. Ja, chilliger. 600 Millisekunden Ping da wieder gehabt. Das macht keinen Spaß so, Digga. Es macht keinen Spaß so. Dynamic Speed TTV gewinnt den Gulag, weil ich einen 600er Ping habe in dem Moment. Ich habe ihn gehittet. Ich habe auf ihn drauf geschossen. Ja, alles laggt, ich weiß, Chat. Ich weiß, ich weiß. Liebe Grüße gehen raus an Vodafone. Es macht Spaß mit euch. Es macht ganz viel Spaß. Ich kann ganz vielen Leuten hier gerade on-stream Vodafone empfehlen. Weil ihr nutzlos seid. Uncut-Runden retten mich heute. Krank sein ist Shit. Gute Besserung, ja. Gute Besserung. Ich habe einen entspannten 140er, 160er Ping. 200er Ping zwischendurch auch. Auf korrekt. Ich fotografiere mir das hier mal ab. Ich fotografiere mir das ab. Und so spielt Dynamic Speed TTV. Mhm. Hat wirklich überhaupt gar nichts mit Speed zu tun. Und raus mit dir. Raus, raus, raus aus der Lobby. Alter. Oh mein Gott. Einmal alles neu starten, ja, I guess. Ich glaube, es ist die einzige Möglichkeit. Nach der Runde dann. Bin zum Vodafone, von Vodafone zur Telekom gewechselt, war meine beste Entscheidung, ja. Keine Ahnung, ob Restarten was bringt, ich weiß es nicht. 36.000 verworfene Frames, 36.100, 36.200, geil. Man muss das Kind auch mal beim Namen nennen, ja, wirklich. Vodafone, Loser fallen. Sackknacker angemacht. Ist auch kacke, ne? Wenn ich den Gulag halt gewinne, dann kann ich auch irgendwo bei einem anderen Team landen. Aber ich bekomme auch wirklich immer Teammates, die nichts machen einfach. Teammates, die wirklich einfach nur da sind, einfach da sind, um dann doch zu sterben und kein Damage zu machen. Digga, wie langsam die Leute hier spielen, krank, ne? Vodafone ist billiger, unser Einkauf sagt immer, billiger ist besser, ja. Ist halt so ein Billiganbieter, so ein bisschen so, ja.
Ich weiß, da darf man dann auch logischerweise nicht viel. Er will Kassen, hallo? Ja. Da darf man dann auch nicht so hohe Qualität erwarten, aber wie gesagt, hab halt leider nichts anderes hier, ne? Hab halt leider nichts anderes hier. Alles mit LAN-Kabel. Name nicht Programm, ja, ja, wirklich gar nicht. Irgendwas mit Speed, Dynamic Speed da im Namen und bewegt sich kein bisschen. Bei mir ist anders, nie wieder Telekom, echt krass. Bin auch vor kurzem von Vodafone zu Telekom, hatte abends ab 20 Uhr immer 200er Ping und 15% Paketverlust. Seitdem ich bei Telekom bin, alles super. Ja, das lese ich sehr häufig. Telekom aber auch zurzeit nicht geil, hat einen Bombenfest. Müller? Du darfst, also das ist verboten, sowas, ne? Campen und dann Gunfight verlieren ist verboten, Müller. Das ist verboten. Hat eine Bombenverbindung für einen Kaff und dann irgendwas gemacht und seitdem Schmutz. Na, das ist auch übergeil. Das ist übergeil. Wir hatten auch einfach mal damals, also so vor einem halben Jahr war das oder so. Oh, chillig. Tot, 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 tot. Ja, finally. Hatten wir einfach einen Tag gar kein Internet. Der deutsche Lauch, der hatte eigentlich Uncut im Clantech vorhin. Aber scheint wieder nicht funktioniert zu haben. Beste Leben. Probier doch mal das Super WLAN. Nee. Also WLAN brauche ich, glaube ich, nicht versuchen. Bro, es ist wirklich so ein so slow irgendwie Solos in Warzone 2. Aber generell Warzone 2 ist einfach so viel langsamer und auch langweiliger zum Zuschauen, ne? ...43.000 Frames verworfen mittlerweile. Aber ich glaube, gerade hat sich das Internet wieder beruhigt. Aber ich mache mal nochmal einen Screenshot hier auf Chillig. Und auch wieder 40er Ping, also gerade scheint es wieder zu gehen. Imagine Stream mit WLAN, ja, ja. Bringt wirklich nichts. Bringt wirklich nichts. Das liegt halt daran, dass ich Vodafone Kabel habe, nicht mal DSL. Verstehe halt auch nicht so ganz. Das ist halt, muss man auch einfach mal, wie der eine vorhin im Chat geschrieben hat, das Kind beim Namen nennen. Deutschland wirklich den Internetzug einfach verpasst. Wirklich eine absolute Schande, als so ein eigentlich hochentwickeltes Land so unfassbar schlechte Leitung zu haben. Und ich wohne in München. Nicht in, keine Ahnung, wo Bauernkaff, wo das Internet irgendwie durch Kühe durchgehen muss oder so. Die Internetleitung durch, keine Ahnung, sowas, durch Kuhdärme gelegt werden muss. Was? Sondern in München. In München. Und hat mir auch ein Techniker gesagt, ist natürlich jetzt nur Hörensagen, so, ne? Die Stadt München lehnt auch sehr gerne einfach Anträge zur, zum Netzausbau gerne ab. Oh, RIP am Shopboard. Da kannst du nichts machen. Sehr gerne lehnen die einfach Anträge auf den Ausbau von Glasfaser und sowas und besseren und neuen Leitungen und sowas, lehnen die einfach ab. Ja. Was hast du für eine Leitung? Ich habe eine 1 Gigabit 1 Gigabit Kabelleitung von Vodafone. Ist leider das einzige, was ich hier nehmen konnte. Hatte nach meinem Umzug in Köln bei meiner Wohnung mit Blick auf Dom 3 Monate kein Internet, weil ich fucking Öl in meiner Leitung hatte, in der Leitung verlegt, was? In der die verlegt werden sollte. Geil, Omid. Das klingt geil, ja. Das klingt echt geil. Das wird durch Kuhdärme fühle ich, ja. Ja, Internet ist leider ein Neuland für uns, ja. Das ist wirklich, das ist big, big Choke gewesen. Das ist wirklich big, 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 big Choke gewesen zu denken. Muhas! 33157! Ja, ich glaube, er hat eigentlich Anker im Clantech, aber es funktioniert alles nicht. Ja. Es ist wirklich big, big Choke gewesen. Internet in Deutschland wirklich eigentlich echt frech. Echt frech. Delay aber jetzt auch zum Glück weg. Echt Delay sogar weg? Okay.
Ich wohne auf dem Dorf, wir haben Glasfaser. Glasfaser aber durch Kuhdärme halt, ne? Mein Bruder hat es richtig gemacht bei Vodafone. Störungsbehebung dreimal angefordert. Dann wo ist meine Maus hier? Dann Sonderkündigungsrecht plus Entzug, Einzugsermächtigung. Vodafone weiter abgebucht. Er zurückgebucht und angezeigt, da ohne Einzugsermächtigung. Vodafone Panik bekommen und Geld nochmal überwiesen, obwohl schon zurückgebucht und Vertrag beendet. Ah, chillig. Muas, geile Nate! Geile Nate. So, an der Stelle. Muas hat eine Wette von mir. Wenn er die Runde gewinnt, 10 Gifted Subs. Huntet ihn. Gönnt ihm gar nicht. Gönnt Muas gar nicht. Rennt zu ihm und huntet ihn. Ich habe in den Chat Hunt Muas. Ja, in den Chat geschrieben, Side City Shop. Was ging an deinem Geburtstag? Wir waren nur ein bisschen essen, dann Shisha Bar. Du hast heute ohne Platten, das ist nur ein Bug. Jeder hat beim Zuschauen keine Platten angeblich. Ist aber ein Bug wie alles in dem Game einfach. Oh, Sniper! Der deutsche Lauch! Der deutsche Lauch! Was sind mit Uncut gemeint? Der YouTube-Kanal, auf dem das schon immer hochgeladen wird. Der Stylus Uncut-Kanal und Muas wird gehuntet! Und Muas wird gehuntet! Oh. Wimper im Auge. Wohne Mitte Hamburg, die Miete ist gottlos, aber trotzdem keine Glasfaser. Beste Leben. Was denkt ihr, wann wird der Großteil von Deutschland Zugriff auf Glasfaser-Internet haben? Ich sag 2040. Oh ja, da sind die Steps. Da sind die Steps. Da sind die Steps. Oh! Und er wird exekutiert. Von Nightwolf. Boah. Boah, was ein Kracher. Dritte Mal, dass ich war so ein zwei Spieler. Oh! Einer nach dem anderen! Ein Kracher nach dem anderen! Von Akinji! Da ist er! Memept! Memept? Memept heißt er. Hat safe auch eigentlich Uncut im Klartek drin, aber hier funktioniert gar nichts. Man hat nichts gehört. Steps super in dem Game, oder? 2080, 2200 erleben wir nicht mehr. Ich glaube auch. Also wenn ich sage Großteil, dann meine ich über 50%, ne? Das sollte ja eigentlich machbar sein. Eigentlich. 18 Schuss in der Fennec, Mehmet. Einmal nachladen, jawohl. 10.000 nach Christi. Oh. Und, Digga. Ein Kracher nach dem anderen. Schießbudenfigur. Big Papa. Big Papa. Doggy 69. Ja, komm, Side City Shop. Frag den Chat, hat jemand 400 Dollar? Bei mir wird vom 01.01.24 bis 31.12.24 Glasfaser ausgebaut. Steht auf der Telekom-Seite. Oh, das ist geil. Aber das ist auch wild, oder? Das ist halt erst in 1 bis 2 Jahren. Was? Ich mach AK3 und bekomme Zahlen. Ja, jeder ist buggt. Wie alles in dem Game ist einfach verbuggt. Er hat einfach Ankack drin und hat Orion-Tarnung auf der Fennec. Ankack. Ja, Dröhnchen. Zack, zack. Mhm, mhm. Nichts auf der Drohne.
Hä? Oder sieht man das einfach beim Zuschauen nicht? Imagine, man sieht das beim Zuschauen nicht. Oh, weiße Kiste. Schnapp. 23k. Boah. Bei mir wird seit 5 Jahren ausgebaut. Aber noch kein Bagger gesehen einfach. Schade. Auch die schöne Tack in Polyatomar. Wieso keine Platte? Ist verbuggt, der hat Platten. Noch Duos heute. Ich weiß nicht, ob wir danach mal ein Duo tryen sollen. Könnten wir eigentlich mal machen. Ist Muas noch da? Also hat der irgendwie Gulag gewonnen oder so? Ich hätte auch gerne nochmal einen Ausbruch jetzt so langsam eigentlich. Ausbruch wäre schon geil. Liegt im Haus, keiner schließt an und macht den Anschluss frei. Ah, geil. Bis 2030 wird in München Glasfaser ausgebaut. 500 Mille geben die aus. Ja, macht aber keinen Sinn, wenn mir dann gesagt wird von einem Techniker, der das irgendwie seit Jahren macht, der sagt so, sie haben schon ganz viele Anträge auf den Ausbau auch von einzelnen Gebieten gemacht und sowas. Aber wurde nie angenommen. Es wurde nie umgesetzt einfach. Naja, we will see what the future brings. Erstmal schauen wir jetzt hier zu, wie Bubble mit Bastard Smiley ihm richtig in den Arsch schießt. Schade da. Na super, ja, Internet ist einfach ein riesengroßes Problem, ne? Ist einfach ein riesengroßes Problem. Was macht Bubble eigentlich? Slide Cancel funktioniert in dem Game nicht. Wer slidet denn in dem Game? Noch nie jemanden sliden gesehen, tatsächlich. Bei mir steht statt Uncut auch nur Zahlen, ne? Beste Leben. Ich wohne halt ein bisschen, ganz bisschen außerhalb von München. Also ich wohne nicht ganz, ganz mittig. Nicht in dem einen der mittleren Stadtteile. Chris, spielst du aktuell War 1, 2? Bitte? Ultima, ein bisschen was getrunken. Irgendwie ist das auch, ich sag's wie es ist, Uncut-Runden in Warzone 2... Bisschen, also ich kann weniger über das Gameplay reden, finde ich. Ich finde das Gameplay ein bisschen langweilig einfach. Aus Gewohnheit slide ich auch noch, ich mach's gar nicht mehr. Ich habe aber auch umgestellt, dass ich mit einmal R3, ich spiele ja Taktiksteuerung, R3 ist bei mir hinlegen, rutschen, Hechtspringen, alles. Mit einmal R3 drücken beim Sprinten, Hechtspringe ich. Slide Canceln sah schon immer total bescheuert aus, finde ich nicht. Aber Slide Canceln gibt es ja jetzt nicht mehr in dem Game. Einfach ein bisschen langweilig. Ja, safe. Einfach. Es, wisst ihr, was das Problem von Warzone 2 ist? Das Midgame. Early Game, wenn du Hot Drop landest, ganz geil, da passiert viel, da sterben auch viele. Midgame, dead, komplett tot, weil du kannst keine Loadouts kaufen, du kannst nicht unendlich Drohnen kaufen und sowas. Es ist so künstlich verlangsamt und Endgame ist dann meistens wieder spannend, wenn dann so alle gezwungenermaßen auf die kleinste Zone fighten müssen. Early Game, Endgame, geil. Midgame Warzone 2, langweilig. Sind wir uns da einig? Das ist so der Spielfluss. Spannungsgraf. Das ist die X-Achse. Spannungsgraf. Hier oben Early Game, Midgame, Endgame. Das ist so... Das ist so, ja, Schießbudenfigur, ganz tot jetzt leider. Das ist so der Graf irgendwie. Digga. Bubble wollte nicht gucken. Aber er kriegt den Kill! Er kriegt den Kill, oder? Er kriegt den Kill an Spion 4019! Oh, der moves aber nice aus. Weil die Karte Midgame zu groß wird. Das kann sein, ja. Und man sich halt einfach langsam bewegt, beziehungsweise, glaube ich, auch sehr viele Leute Angst haben, viel zu moven und weit zu gehen, weil TTK halt sehr gering ist. Und das Regain auch echt lange dauert, weil du mit einer Zweierweste gar nicht fighten musst. Also brauchst du gar nicht anfangen zu fighten so. Ja, diese ganzen Entscheidungen für Gameplay verlangsamen ist halt, also schadet einfach der Variety, schadet dem Spielfluss und schadet dem Pacing. Das willst du mein Duo-Mate sein.
Julia, lass du es machen, ja. Habe ich dich auf Discord? Wobei, wenn wir zusammensuchen. Na, wobei, du kommst eigentlich immer in die Runden rein, ne? Ja, wir können es wirklich machen, eigentlich. Mod und ich kämpfen gegen Uncut. Mitgeben auch viele Leute am Looten, weil Mate vielleicht schon tot. Ja, genau, richtig. Dann ist auch nicht einfach. Na, sehr gut. Dann ist auch nicht einfach Geld zu finden und so, außer halt bei so Strongholds und sowas. Ah, guter Push. Man hat aber auch wieder nichts gehört. Und die nächste Exekution, Digga. Ein Kracher nach dem anderen. Das ist wirklich krass. Schweif spielt die erste Runde War 2.0. Nein, oh nein. Hat sich Madcap verschrieben oder was? Ich mach die Applaus auf dem Kanisterkopf nicht. Banger Boy. War 1-2, ja, ich sehe es. Oh Gott. War 1-2. Ja, ich ändere es. War Zone 2. So, einzelnen Chat, wenn Madcap dafür, dafür Abmahnung bekommen soll. Uncut Lucky Luke auch tot. 5 Kills, Banger Boy. Mit einer geilen MP7. MP7 will ich eigentlich auch mal im Loadout spielen. Habe ich eigentlich Bock drauf. Ich bin auch für Lohnabzug. Abmahnung, Lohnabzug. Oh, Banger Boy wird sterben. Oh. Und der hat auch keine, er hat keine Smokes dabei. Wenn er sich da jetzt gesmoked hätte, wow. Wäre stark gewesen. Aber Big Papa Doggy ist zur Stelle. Oh. Boah, Alter, die Pose ist krass. Dachte halt das neue Meta oder so. Was denn? Ikoros LMG. Goldene Gasmaske. Wow. Oh, er kann so lange dahinter chillen eigentlich. Er kann so für immer hier hinten dran gammeln. Er muss sich gar nicht bewegen eigentlich. Und er bewegt sich. Oh nein. Bitte sitzt da keiner drin. Ich dachte tatsächlich, da sitzt einer. Aber es ist die Zone gewesen. Ja, Meister. Du musst jetzt eigentlich was machen, ne? Jetzt ein guter Play so. Ja, das ist aber ein guter Play. Das ist ein sehr guter Play. Das meine ich. Das Endgame ist immer spannend in Warzone 2. Aber das Midgame ist einfach langweilig. 6 Leute sind auf die Zone live. Die Zone closed hier. Ist er hier safe? Ist er da safe? Ich weiß es nicht. Oh, das macht mich richtig nervös. Wie der da oben drauf steht. Aber er hat halt auch Selfs, ne? Also er würde das safe überleben eigentlich. Er hat goldene Gasmaske. Er kann early oder late moven. 13 Kills gehabt, dann von Gulag-Suppe geholt worden. Schade. Die gute alte Gulag-Suppe. Er hat gefragt, warum der eine Tag V spielt und gefragt, ob das Meta ist. Ne, ist nicht Meta, aber die tötet halt ultra schnell. Also ist echt sehr stark, aber hat dafür echt viel Rückstoß auch. Im Multiplayer fand ich die insane. Warte mal, die Moving Zone ist aber ziemlich groß, oder? Ist die immer so groß, die Moving Zone? Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone. Okay, die ist jetzt kleiner. Geh aufs Dach. Oh, ich würde hier nicht unten rummoven, wenn jetzt mit dem Rücken zu einem Fenster, weil genau da wird logischerweise, also da muss ja früher oder später jemand lang gehen. Es sind immer noch 6 Leute live. Ja, da ist er auch. Immer noch. Und hinter ihm jetzt wieder. Oh je. Nächster Uncut tot. Boah, immer noch 4 Gegner jetzt für ihn. Ui. Ah, und der Hechtsprung fickt ihn. Rifle COD ist wieder zur Stelle. 1 gegen 1 gegen 1. Und er wird alle holen, ja. GG's Rifle. Ja, er wird es haben. Er muss es haben. Ja, GG's. GG's an Rifle COD mit dem Exekutierer hier am Ende. GG's. Nice play. Oh, sehr lucky da, dass sie sich gegenseitig fighten. Endgame immer geil. Midgame immer langweilig. Das ist gerade Warzone 2 in a nutshell. Jetzt ein Ausdruck. Das wäre nice gewesen. Ja, aber ich glaube, der kann ab einer gewissen Zone gar nicht mehr kommen. Wäre geil. So in 7. Zone Ausbruch würde ich schon fühlen. Würde ich schon sehr fühlen.
GG's, GG's, GG's. Und raus. Ne, beziehungsweise wir gucken mal erstmal noch, wer hier drin war. Noxy auch wieder drin gewesen. Sehr viele Leute mit Uncut auf jeden Fall. Sehr viele Leute mit Uncut.